Leute und herzlich willkommen zu meinem zweiten YouTube-Video. Es ist eine kleine Umplanung, also eigentlich wollte ich euch ja heute zeigen, wie ihr Ränge in eurer Welt machen könnt. Aber ich plane das jetzt, also ich habe das jetzt so ein bisschen umgeplant, weil das muss ich irgendwie andersrum vorstellen. Also in meinem nächsten Video mache ich dann das mit den Rängen. Das ist, sorry, dass ich das so doof geplant habe. Hier, das ist übrigens so eine Testwelt, wo ich mit Redstone so ein bisschen experimentiere. Aber hier kann ich euch jetzt gerne auch mal so ein bisschen zeigen, wie ihr das mit dem Scoreboard macht. Also ich zeige euch in diesem Video, wie man Scoreboards macht. Dafür verwendet ihr den Befehl slash scoreboard. Jetzt könnt ihr slash scoreboard add. Und jetzt kommt hier der Name, den ihr dafür verwenden wollt, wie ihr den in euren Befehlen haben wollt. Also ich nehme jetzt einfach mal A, Dummy, und dann mache ich hier jetzt einfach mal L, 2 und hier Test. So, noch wird hier rechts nichts angezeigt. Aber wenn ich jetzt slash scoreboard Objectives set display sidebar, okay, ich habe hier schon so viel, ich habe das schon so oft gemacht, dass ich das, ja, alles schon gemacht habe. Und jetzt seht ihr, steht hier rechts schon so Test. Und das kann ich hier auch weitermachen. Slash Scoreboard Players Add. Also normalerweise, oh lol, hier ist jetzt Kugel genommen gekommen. Oh, hi, Kugel nehme gerade auf. Ja, ich würde jetzt jedenfalls mal sagen, ich mache jetzt einfach mal weiter. Slash Scoreboard Players Add. Und jetzt pass mal auf, jetzt kann ich. Also ich könnte jetzt theoretisch hier was davon nehmen. Aber ich sage jetzt einfach mal, ich mache hier in, also mit, wenn ihr Leerzeichen da drin haben wollt, müsst ihr es in Anführungszeichen machen. Ansonsten geht es auch so. So, hier und jetzt schreibe ich einfach mal Hallo zu A und mit dem Count 0. Jetzt steht hier Hallo und daneben eine rote 0. Ja, so funktionieren die Scoreboards. Jetzt könnt ihr auch theoretisch slash Scoreboard Objectives add Baum Dummy Idiot. So, slash Scoreboard Players add Kugel Gnome zu Baum. Mit dem Count sagen wir einfach mal 0. Und jetzt slash Scoreboard Objectives Set Display. Und jetzt könnt ihr hier Bellow Name. Das bedeutet, dass das beim Namen angezeigt wird. Jetzt lasse ich Baum mal beim Namen anzeigen. Und jetzt muss ich gucken, wo der Kugelgnom ist. Der ist hier. Nein, der ist nicht hier. Wo ist der denn? Da ist der. Schaut mal, hier. Jetzt steht hier Idiot drunter. Null Idiot. Hier unter dem Namen. Okay, ich mach das wieder weg. Cool, ist nicht so ein Idiot. Das ist eigentlich ein ganz netter Spieler. Scoreboard. Objectives remove Baum. So. Und jetzt ist das hier nicht mehr. Okay, jetzt habe ich eigentlich in diesem Tutorial doch schon erklärt, wie man das mit den Rängen macht. Scheiße, das wollte ich eigentlich im nächsten Video machen. Also so sollte das eigentlich mit den Rängen funktionieren, dass das halt beim Namen angezeigt wird. Ja, gut. Das war Fail. Eigentlich wollte ich das im nächsten Video zeigen, aber okay, dann habe ich das jetzt halt in diesem Video. Ich lade das auch so hoch, dass es eigentlich, ja, ich denke, das ist okay so. Und dann würde ich sagen, das war es auch schon mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.